Und damit recht herzlich willkommen auf meinem rostigen Kanal, Freunde, da hatte ich vielleicht ein bisschen Indie-Horror. Ich spiele zusammen mit Slandrina, The Cellar. Ich gebe mal kurz auf Help, was steht da? Find 8 old books and run to the exit door to escape from Slandrina. Pick up keys and unlock doors. Books and keys can be anywhere, so look. Surely. Turn around as soon as Slandrina, otherwise come old game over. Yeah, wer ist der? Maus, E, Oak. Play. Was spiele ich? Easy, Medium, Hard. Ich möchte nicht immer als Oberlusche dastehen. Ich probier's mal am Anfang mit Medium. Lass mal jetzt mal überraschen hier, was? Books, what? Exit? Exit? Oh, die Stu. Eins. Wir haben hier drei Türen. Kann ich eigentlich sprinten? Kann ich nicht. Oh, Jesus. Bin ich da hergekommen? Nö. Oder doch? Kann ich nicht. Oh, die Steuerung ist so sensibel. Das Tolle ist ja, wir könnten ja ein Buch. Wir könnten ja ein Buch finden. Aber dann den Ausgang irgendwann finden, also die 8 Bücher. Was ich eh nicht glaube. Play. Ich spiel's mal auf Easy. Weil ich möchte nicht immer wieder laden. Nur die Steuerung. Ich mache jetzt nur mal ein klein bisschen das. Ey, urhattele Wurzle. Die ist sowas von sensibel. Da darfst du kaum die Maus bewegen. Dann bist du hier schon. Machst du hier schon. Ach, ein Büchlein. Eine 180-Grad-Wendung. What? Gibst du mir das Buch? Danke. Wie gesagt, man kann nicht rennen oder so. Ihr habt es ja gelesen. Hier war nichts. Man darf die Maus. Da war ein Schlüssel auf jeden Fall. Aber wenn die Troller schon wieder da ist. Und das ist easy oder was? Na. Also die Schlüssel sind an der Wand. Das geht nicht auf. Wo ist sie? Wo ist die Troller? Moment, ich will mal kurz gucken, wie lange ich aufnehme. Aber so ist das Spiel gar nicht schlecht, so von der Atmosphäre her. Hola, Ossa! Hallo, Traudel! Hier gibt's nichts. Was? Wenn man rennen könnte, wäre nicht schlecht, ne? Aber irgendwie laufe ich nur im Kreis, oder? Ich laufe mal da lang. Ja, scheint sich zu geben. Man muss also. Die Schlüssel scheinen anscheinend immer an den Wänden zu hängen. Und wie im Irrgarten sollte man am besten immer sich für eine Richtung entscheiden. Ich verstecke mich. Man kann die Türen dann nicht mehr schließen. Interessant. Wenn man im Irrgarten ist, ist meine Theorie. Nicht links, rechts, sondern immer sich für einen Weg entscheiden und immer dann links, 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 links. Damit man einen Plan hat. Kann das sein, dass ich jetzt im Kreis rumlaufe? Aber natürlich nicht. One keys used. Ich habe doch gar keinen Schlüssel gefunden. Ah doch, ich habe einen Schlüssel gefunden gehabt. Aber immerhin habe ich zwei Bücher und habe einen Schlüssel. Ein Schlüssel? Hier ist nichts. Seht ihr? Meine One Direction Theorie ist ja gar nicht mal so schlecht. Hier geht es nicht weiter. Das heißt, wir laufen jetzt wieder geradeaus. Und da ist wieder eine Tür. Aber ich muss sagen, mir gefällt das Spiel bis jetzt ganz gut. Thank you.
Hallo? Hallo? Ist noch da? Dumme Kuh. Jo. Jo, Baby, jo, Baby, jo. Für was ist denn das für eine Tür hier? Oder ist das ein Schrank? What? Da steht ein Schrank. Ich kann ihn aufmachen. Und das war's, oder was? Ja, wunderbar. Leute, ich komm nicht mehr von der Stelle. Ich häng hier fest. Das darf doch nicht wahr sein. Leute, ich häng fest. Da bewegt sich kein Meter mehr, das dumme Luder. Slendrina, Slendrina, komm zu mir, hallo. Mach mich tot. Ich habe nämlich keinen Bock hier. Nee, oder? Das darf nicht wahr sein. Hab ich das Spiel gelobt? Ich habe 3 Bücher gefunden. Du dummes Luder. Ich häng fest. Ich kann mich nicht bewegen. No! Oh ja, sie tötet mich. Vielleicht komme ich dann ins Menü. Shit! Gott sei Dank. Sonst hätte ich wieder was zusammenbasteln müssen. Stoppen. Nochmal starten. Play. Easy. Aber easy ist gut. Aber es ist ein Indie-Game und man darf ja so spielen, verzeiht man das natürlich. Kann ja immer vorkommen. Gibt es auch in den großen Spielen. In diesen High-End-Produkten gibt es immer mal wieder Bugs und Glitches und wie man das alles, das Zeug hier überhaupt nennt. Ich kann nicht springen, ich kann nicht rennen, ich kann gar nichts. Ich kann mich nur umschauen und dann warten und gucken, was passiert. What happened? Ich gehe wieder meine Linkstaktik. Ein Schlüssel, ein Schlüssel. Gib mir die Key. Und da ich hier nur eine Popelmaus habe, ich weiß, an guten Gaming-Mäusen kann man ja, glaube ich, die Sensibilität oder sowas verändern oder wie. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß, ich bin Honk. Aber ich habe nur eine Popelmaus für 19 Euro. Mit der kann ich linksklick. What? Jo, legt für Morsch. Was will die schon wieder hier? Wieso war jetzt meine Taschenlampe weg? Was soll denn der Fool? What? Ich kann einen Schlüssel benutzen, denn hier ist nichts drin. Das kann ja nur ein Bug sein, oder? Das kann ja nicht. Das kann nicht euer Ernst sein. Oder dein Ernst. Doofes Spiel. What? Nein, in den Schrank gucke ich jetzt mit Sicherheit nicht rein. Ich glaube, jetzt ist gar kein Buch mehr da, oder was? Überleg's mir doch am Arsch. Schlüssel finden wir. Aber keine Bücher. Was bringen mir die ganzen Schlüssel? Schlüssel? Oh, ein Buch. Na Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, es kommt kein Buch hier. Ich spiel. Oh, Traudel. Erschreckt mich doch nicht immer so. Ich finde Bücher und passiert nichts. Warte, warte, ich komme zu dir. Wo ist denn hingerannt? Die hohle Nuss. Die öle Nuss, der ist auch nichts. Nein, ich gehe nicht an den Schrank. Also es ist nur die allerletzte Variante, dass ich an den Schrank gehe. Ich gehe jetzt mal hier lang. War ich hier schon? Nee, natürlich nicht. Doch. What? Hier war nichts. Ich glaube, da hat jemand was verschüttet. Ah, ich habe gar keinen Schlüssel mehr, oder was? What? Dann finden wir hier sicher einen Schlüssel. Richtig? Richtig? Richtig?
Oh, leck's mir Morsch. Hau einfach ab. Nee. Du scheint keinen Schlüssel zu geben. What? Halt, ich bin von da gekommen. Orientieren wie Klospiel. Gut. Orientierung wie Klospülung, wollte ich sagen. Oh, ich versteck mich. Auf Wiedersehen. Hallo? Pipi. Ich spiele und spiele und spiele und hab gerade mal ein Buch gefunden, oder was? Ich glaube, sie hat Schmerzen. Gibt's ja nichts? Leute, Spiel! Willst du mich verarschen? Ich gebe dir einen Tipp, Spiel. Mach das nicht mit dem alten Mann. War man denn gerade? Doch. Hab's doch gedacht. Ne, es hat mich jetzt nur irritiert, weil die Tür zu war, aber die war ja verschlossen. Und hier war man? Da steht sie. Seht ihr sie? Dummes Luder, hau ab. Ich sehe dich nicht. Mal kurz wieder regenerieren. Hallo? Du hohle Nuss? Was mache ich jetzt? Mit Kara... Oh. Slendrina. What the hell? Finden wir hier noch was? Mit Sicherheit. Ich gehe erstmal die Wände entlang. Nein, ich habe wieder einen Schrank. Immer diese abgelutschten Schränke hier. Ist hier was drin? Bevor ich mir die Gänge hier ansehe. Hier scheint es aber eh nichts zu geben. Ah, ein Buch. Und ich sehe doch schon schlecht. Obwohl ich eine Brille habe, bin ich blind. What? Oh, leck mich doch. Gibt's da sonst was? Ich trau mich mal, oder? Schnell wieder weg. Auf jeden Fall ist nichts drin. Kann ich mir eigentlich sparen. Im anderen war ja auch nichts drin. Hier war nichts, hier war nichts. Mist. Lange nicht mehr. Ciao. Ich weiß gar nicht. Ich habe keinen Plan. Ah, ich habe einen Schlüssel. Vielleicht komme ich. Nee, ich habe da gar keinen Schlüssel. Was redest du für eine Scheiße? Alter Sack. Muss jetzt wieder alles zurücklaufen? Komme ich da immer nicht rein? Nee. Jo. Wie war wunderbar. Hier gab es ja nicht einen Schlüssel. What? Hier war ich drin. Oh, hau ab. What the hell? Bin ich jetzt von da gekommen? Mann! Du dummes Stück! Hau doch einfach mal ab! Du irritierst mich hier voll! Ich geh mal hier lang. Bin ich von da gekommen? Ich glaub, gell? Richtig? Richtig oder falsch? Ich weiß nicht. Wisst ihr noch, wo der Ausgang ist? Wisst ihr es noch? Ich nicht. Auf jeden Fall war ich hier schon, weil die Tür offen ist. Ach du Depp. Mann! Wie ich sowas wieder liebe hier. Der Bub hat einen Überblick verloren. Aber hier war ich doch schon, oder? Sag, dass ich hier schon war. Ja, ich war hier schon. Oh, jetzt hat sie mich wieder rausgebracht. Wollte ich hier lang laufen? Mann, du dummes Stück hier. Ein Buch. Ich werd verrückt. Jetzt haben wir vier Bücher. Yeah. Aber kein Schlüssel.
Ich möchte da lang. Ist weg. Du-du-du. Mann, ist das ein Irrgarten. Ach, da war ich doch schon. Kacke. Yo, ich habe die Orientierung verloren. Also ich spiele jetzt auf jeden Fall mal. Vielleicht habe ich einen Schlüssel. Oh, ne, ich habe ein Buch. Da habe ich einen Schlüssel. Da oben steht groß 0, ne? Wie ihr seht. Und der Vollpfosten fragt sich wirklich, ob er einen Schlüssel hat. Könnt ihr euch so viel Dummheit auf einem Haufen vorstellen? Wenn nicht, dann guckt einfach auf das Let's Play an. Dann seht ihr einen. Oder guckt im Duden nach. Dumm. Rusty. Merde. Jo, jetzt habe ich aber wirklich den Plan verloren. Und die Orientierung. Oh, hau ab. Aber was ich eigentlich sagen wollte, habe ich schon gesagt. Ich spiele es mal, bis ich wieder drauf gehe und dann. Oh. Was ist das? Wie würde ich jetzt wieder an den Anfangspunkt zurückkommen? So nicht, du alte Socke. Du. Jetzt bin ich wieder hier. Ich hab doch keinen Schlüssel. Was willst du denn hier, du alter Mann? Gibt's denn hier nicht noch einen Gang? Doch, hier gibt's noch einen Gang. Aber der führt wahrscheinlich nirgends hin, oder? Ah, doch. Und hier ging. Hier war ja keine Tür drin. Och, und auch kein Schlüssel. Oder habe ich einen übersehen? Ich brauche einen Schlüssel, Leute. Wieso konnte ich da gerade was nehmen? Oh, hau ab. Da hieß es doch eine Hand. Da war irgendwas. Ich hab doch gewusst, da war das Handsymbol. Das heißt, wir kommen jetzt wahrscheinlich da rein, wo der Fleck ist. Hast du einen Flecken, Oldermann? Jo, ich hab einen Flecken. Ich hab einen Flecken in der Hose. Ich hab den. Mann, du laberst eine Scheiße. Jetzt kommen wir hier rein, hoffe ich doch. No, ich hab gedacht, das ist vielleicht ein Gang oder so. Oh, hau ab. Wie? Allen Ernstes? Nix? Absolut, zu über die Decke gucken oder was? Absolut nichts. Und dafür mache ich eine Tür auf. What? Nee, oder? Ich gucke jetzt überall hinter den Türen, ob da ein Schlüssel hängt. Und was ich mich frage, warum komme ich jetzt überhaupt nicht mehr raus zurück? Da, wo wir angefangen haben. Wisst ihr? Weil einen Schlüssel brauche ich ja jetzt nicht. Wieso finde ich den Weg nicht mehr zurück? Ja, ganz einfach, alter Mann. Du bist ein bisschen Hunk. Jesus. Oh, leck mich doch. Ist das ein Gang? Bitte sei ein Gang. Ja, danke fürs Gespräch. Na, jetzt verliere ich aber so langsam hier. Habe ich bald keine Böcke mehr. Aber ich glaube, wir kommen unserem Ausgangspunkt wieder näher. Wenn mich nicht alles täuscht. Yes. Oh, hast du doch geschafft, alter Sack. Das ist der Exit.
Es geht weiter. Sorry. Sorry, dass ich weitergehe, dass es weitergeht. Oh Jesus, verpiss dich. Erinnert sich euch nichts? Ein Buch. La Book. Danke. Und gerade sagen, gib mir das Buch, du dummes Stück. Veniniki. Veniniki, Veniniki. Exit, exit. I want to go to the exit. Aber lang kannst du nicht mehr gehen. Weil am Ausgang, die linken Gänge haben wir ja alle abgecheckt. Vollcheckung gemacht. Da haben wir alles abgegrast, Leute. Ich denke jetzt ins What? Was? Jetzt hat sie mich wieder durch. Was hockt die da hinten? Guckt's euch an, das dumme Stück. Jetzt habe ich wieder den Überblick verloren. Vielen Dank. Danke, Spiel. What? Aber das finde ich schon cool gemacht. Dass sie so als durch die Türen schaut. Das ist mal eine andere Variante. Also nicht ganz so billig gemacht wie sonst so Spiele. Oh, ein Buch. Ich sehe ein Buch. Ich sehe ein Buch. Aber ich brauche einen Schlüssel. Ist da hinten oder ein Schlüssel? Nein. Lo, Leute. Von wo bin ich jetzt gekommen? Leute, von wo ist der alte Mann gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber anscheinend von hier. Was? Please don't scare me. You little puppy. Wir haben 7 Bücher. Und ich denke mal, wir brauchen noch einen Schlüssel, um ans letzte Buch zu kommen. Oder an den Schlüssel für den Ausgang. Jetzt fehlt es noch... War ich da gerade? Sie bringt mich immer wieder durcheinander. Jo. Also wieder nach links. Ne, wenn sie mich erschreckt, dann zuck ich als mit dem Mäuschen. Und dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Ich will einen Schlüssel benutzen. Wir haben alle Bücher. Wir haben all Books. Well done. Now run to the exit door. Wo ist der Exit door? Leck mich. Jetzt heißt es, nur mal nicht den Überblick verlieren. Run. Wenn man nur gehen kann, ist das immer kacke, ne? Ich schaue jetzt extra nach unten. Congratulations, you managed to find all the missing books. Aber was mich stört, die eine Tür, wo wir nicht reingekommen sind. Woo, Freunde. Was soll ich sagen? Der alte Sack hat was auf die Reihe bekommen. Das war Slendrina the Cellar. Ich finde, es gibt ja unzählige solche Spiele. Und ich finde diese Variante jetzt gar nicht mal so schlecht. Vor allem das, wenn sie so hinter der Tür vorguckt. So ein bisschen fluffmäßig, so Also, okay, ich habe es auf easy gespielt, aber trotzdem, man verliert halt schnell den Überblick und die Steuerung ist ziemlich sensibel. Aber mir hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt, wie es euch gefallen hat. Also so schlecht fand ich es nicht. Ich fand es gut. Man kann spielen und es ist gut. Wenn ihr der Meinung seid, dafür, dass ich jetzt
das Spiel durchgespielt habe. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, müsst ihr aber nicht. Würde mich trotzdem darüber freuen. Ansonsten bedanke ich mich euch sehr bei euch fürs Zusehen und würde mich euch noch mehr freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Rosti-Kanal. Ah, ich muss Luft holen. Bis dahin, genießt das Leben, enjoy the life, habt Spaß miteinander und vor allem seid nett zueinander. I love you. Termine und vielen Dingen uns. Euer Rosti. Ich bin schon wieder total balabala. Thank you, goodbye, you rusty man. Ciao, das war Slenderina the Seller.